zweiter Vorrundenspieltag. Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei der WM 2018 in Russland. Wo diese beiden Mannschaften zeigen müssen, wo es hingehen soll. Das ist so ein Spiel, wo die Weichen gestellt werden. In Richtung K.O.-Runde. Oder, wenn es schlecht läuft, auch in Richtung Heimflug. Das will natürlich keiner. Von daher ist eine packende Begegnung vorprogrammiert. Und die heutige Begegnung heißt Argentinien gegen Kroatien. Das jüngste Heimspiel wurde gewonnen und daran soll heute angeknüpft werden. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, sie werden heute wieder so agieren. Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA-Weltmorakel. Ja. Argentinien hat am ersten Spieltag gewonnen und Kroatien hat auch am ersten Spieltag gewonnen. Das heißt, so viel wie heute gibt es, ja, kann es quasi schon einen ersten Wink Richtung Gruppensieg geben. Je nachdem, wer besser ins Spiel kommt, wer heute gewinnt. Und natürlich auch in Bezug dann auf. Auch in Nischni Nowgorod sind die Spiel. Fans Fußball begeistert. Es war einfach an der Zeit, dass man auch hier eine top-moderne Arena bekommt. Und jetzt hat man sie mit diesem Nischni-Nowgorod-Stadion. Für mich ist das ja ein richtiger Prachtbau. Kurz vor der WM fertiggestellt, 45.000 gehen knapp rein. Das ist ein tolles Stadion. 2x90 Minuten, so weit sind wir bei weitem noch nicht. Wollen wir erstmal gucken, was wir hier sehen. Das ist die Aufstellung von Argentinien. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute geschieht. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Hier ist die Aufstellung von Kroatien. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das ist der Anstoß. Wir gehen also rein in diese WM-Partie. Durchgang 1. Mal sehen, wie beide mit der Erwartungshaltung umgehen. Klar, bei so einer Weltmeisterschaft und vor allem bei so einem Spiel, da erhoffen sich die Fans natürlich eine Menge. Da kann er ihn stoppen. Ball bei Banega. Den Ball hat er. Brozovic. Von Higuain wird heute sehr viel erwartet. Gar keine Frage. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen sie aufpassen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Banega am Ball. Jetzt Di Maria. Was war das denn? Zweites Gruppenspiel, Buschi. Welche Rolle spielt die Taktik? Naja, erstmal wird sich hier jeder eine gute Ausgangslage verschaffen für die abschließende Vorrundenpartie. Ja. Also heute Luka Modric und der Torhüter ganz sicher. Einwurf Argentinien. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz das aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Modric. Kramaric. Ganz locker. Perisic. Die Kroaten mit Drang nach vorne. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ball bei Mascherano. Mercado. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schöner Pass.
Damit. Di Maria. Fazio. Und jetzt Mascherano. Mercado. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Klasse Aktion da. Brozovic. Samaric. Modric. Sehr gut aufgepasst. Tolles Zuspiel. Gefährlich. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Spiel geht weiter, Führung für Kroatien. Messi. Abgefangen, gut gemacht. Weg ist der Ball. Ja, genau, das sollte man auch gar nicht mehr machen. Srinic. Den spielt er wieder zurück. Brozovic. Modric. Jetzt wird's gefährlich. Das sieht vielversprechend aus. Ball an den Lang. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Nun Banega. Toller Pass. Messi geht nach vorne. Da könnte jetzt. Und er schießt. Jawohl. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und Higuain wieder. Jetzt mit 4 Toren. Schießt auch alles. Sie sind zurück im Spiel. Das war der Ausgleich. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. So. Luca. Du hast aber noch keine Entscheidung. Modric. Modric hat sich verletzt. Nun Higuain am Ball. Ist nicht gut. Und Mascherano hat dafür Geld gesehen. Abwehr hat aufgepasst. Das war auch gar nicht geplant. Mandzukic. Ah, aber das ist auch ein Platz. Luka Modric. Andre Kramaric. Flanke auf Mandzukic. Die Flanke bleibt hängen. Und nun Bilia. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Jetzt vielleicht Higuain. Und die Situation geklärt. Das Unentschieden zur Pause, Buschi. Aber ich glaube, dabei wird es hier zur WM nicht bleiben. Nee, ist ja klar. Beide wollen, ja, beide müssen dieses zweite Gruppenspiel eigentlich gewinnen. Ein Punkt wäre schon zu wenig und ich bin sicher, beide werden hier einiges noch in die Offensive investieren. So. Ja, wie gesagt, alles ist offen. Ein Schuss, ein Tor.
besser kann es doch fast nicht laufen. Pure Effizienz. Es kann losgehen. Anpfiff zum zweiten Durchgang in dieser WM-Partie. Erste Hälfte wirklich sehr, sehr interessant. Wegen mir kann es so weitergehen. Mandžukić im Abseits. Der kann im Abseits umstehen. Mann. Mascherano. Nun Banega. Rojo. Oh. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das frühe Pressing jetzt. Kovacic. Modric. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Fairer Einsatz hier. Mascherano. Ja. Es sah so aus, als nehmen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ballverlust. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Mandžukić. Ivan Perisic. Und der Torhüter ganz sicher. Mercado. Da verlieren sie den Ball. Den Ball spielt er raus. Mandžukić. Kovacic. Modric. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Weg ist der Ball. Angriff jetzt der Kroaten. Rakitic unaufhaltsam. Mercado. Und nun Banega. Koluka. Nun Mandžukić. Mandžukić fängt diesen Ball ab. Jetzt wird's gefährlich. Higuain. Lionel Messi. Subasic. Higuain, Riesenchance. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Perisic. Rakitic. Die Kroaten mit Drang nach vorne. Modric. Klasse gehalten. Die Kroaten mit der Ecke. So, dann wollen wir doch auch mal hier einmal Mascherano raus und dann wollen wir Wechsel jetzt bei Argentinien. Und jetzt kommen zwei neue Spieler aufs Feld. Aber wenn es so bleibt, dann ist es schon mal safe, dass der Verlierer zwischen Nigeria und Island raus ist.
Ecke kommt jetzt von Rakitic. Da ist er da, den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Es gibt Vorteil, immer noch die Kroaten. Brasniko. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Hereingabe. Ganz stark. Der Pass ganz genau. Schuss und alles Tor. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar. Aber das ist natürlich auch möglich. Ich stufe die vorab jetzt auch nicht so spannend. Wir haben schon eine Mannschaft. Es läuft gut. Sie liegen vorne, damit das auch so bleibt. Kommt jetzt ein frischer Spieler. Argentinien muss was tun. Sie sind hier in Rückstand geraten. Dybala. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Nicht mit solchen Personen. Rakitic. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Brasniko. Und das ist der Ballverlust. Dybala. Das könnte die Chance werden. Oh, das der gibt es nicht. Gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Einwurf jetzt, haben sie sich gut erkämpft. Da kann er klären. So. Dybala. Oh Gott, wie schlecht war der denn? Der Angriff könnte was werden. Die Möglichkeit. Super abgewehrt hier. Und nun Otamendi. Riesenchance für Aguero. Der geht nicht. Das muss es doch sein. Ja, ist es denn zu glauben, sie machen den Ausgleich? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und vielleicht geht es sogar noch mehr. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Da hat er super reagiert. Ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Das war wichtig. Natürlich für die Argentinien. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Modric. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nun Kun Agüero. Bekommt Argentinien hier noch eine Chance. Boah. Wird gut dazwischen weg. Nee, kein Sieger im heutigen Spiel. Das Ganze hier endet unentschieden. Ja. Wie gesagt. Es bleibt am Ende beim Unentschieden. Können beide mit Leben, denke ich. Beide war eine ausgeglichene Partie, muss man so sagen. Was dann im Endeffekt für Nigeria und Island, wenn man da weiterkommen will, heißt, dass man in dem Duell jetzt punkten muss. Was sehr wahrscheinlich zu vorgaben wird, dass einer der beiden heute noch rausfliegt. So. Und, was es zusätzlich heißt, sehr gut aufgepasst. Immer noch tolles Zuspiel. Gefährlich! Meine ich, immer noch kein Team, was fest machen können wir. Messi geht nach vorne. Da könnte jetzt... Und er schießt! So, dann gucken wir jetzt erstmal hier die Bewertungen. Otamendi mit einer 9,1. Ja, er hat auch das ganz wichtige Tor geschossen. 8,4. Ja,
waren die fast schon ganz so stark. Leo Messi mit einer 8,5, Guzman mit 8,1. 8,5 von Perisic, 8,3 von Mandzukic. Vorlogan mit einer 8,2. Ja, dann kann man sehen, die Partie war recht ausgeglichen. So, dann wollen wir doch mal in die Torschüsse, in die Spielinfo gucken. Schüsse 5:7, 4:5 Torschüsse, Schüsse aufs Tor. 46:54% Ballbesitz. Zweikämpfe 5:8, Fouls 1, gelbe Karte 1, Verletzung, ja, Mandzukic. Mal gucken, ob sie ihn schwerer erwischt hat. Das wäre natürlich für Kroatien schon bitter. Abseits 1 auf kroatischer Seite und Ecken auch eine für Kroatien. Schussgenauigkeit 80:71% und Passgenauigkeit 77:88%. Ach, ich wollte auch noch in die Spieler eigentlich. Ramaric in der 30. Minute mit dem Führungstreffer, 34. Minute die Verletzung von Mandzukic. Nein, das ist der Ausgleich von Higuain und die gelbe Karte von Mascherano. So, und Perisic in der 79. Minute zum 1:2 aus meiner Sicht und Otamendi in der 90. Minute zum Endstand 2:2. So, wie ihr es kennt, ich verlasse euch mit den Spielhöhepunkten. Modric, sehr gut aufgepasst, tolles Zuspiel, in der nächsten Folge auch gefährlich. Wie gesagt, da kannst du jetzt auch in dieser Gruppe die erste Messi Entscheidung geht nach vorne. Geben. Da könnte jetzt, und er schießt. Auch wieder optimaler Gefährt. Und das ist jetzt im Vorfeld dieses Dings wesentlich wahrscheinlicher. Higuain, Riesenchance! Das war das eng! Also bis dann. Ciao! Die Kroaten mit Drang nach vorne. Modric! Klasse gehalten! Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Hereingabe. Ganz stark! Der Pass ganz genau, Pfosten und dann ins Tor. Riesenchance für Aguero. Der geht nicht. Das muss es doch sein.